Eines Tages machte Winnie Pooh im 100-Morgen-Wald einen ruhigen Spaziergang mit seinem Freund Christopher Robin. Herrje, jetzt rumpelt und pumpelt es in meinem Bäuchlein. Immer hast du Hunger, Pooh. Versuch doch mal, an was anderes zu denken, als immer nur an dein Bäuchlein. Das ist eine sehr gute Idee, Christopher Robin. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Du könntest dich ja an was Schönes von früher erinnern. Oh ja, gut. Denk. Also, am liebsten mag ich schöne Sachen. Und Geburtstagsfeiern sind immer sehr schön. Und um seinen Hunger zu vergessen, beschloss Pooh, sich an Geburtstage zu erinnern, indem er sich die Geburtstagsalben seiner Freunde ansah. Hier kannst du dein Abenteuer an der Stelle fort. Um seinen Hunger zu vergessen, erinnerte sich Pooh an den Geburtstag eines besonders lieben Freundes. Heute ist Ferkels Geburtstag. Ich gehe mal nachsehen, ob ich ihm bei den Vorbereitungen helfen kann. Sag mal, wenn du Ferkel besuchen willst, könnte das schwierig werden. Du musst zuerst das Tor öffnen. Ich persönlich würde den Schlüssel auf dem Baumstumpf nehmen. Perfekt. Mit diesem Schlüssel lässt sich das Tor leicht öffnen. Ich glaube, mit diesem Eisenschlüssel lässt sich ein Tor öffnen. Spektakulär! Ich mach mich mal lieber auf die Socken, um Ferkel zu besuchen. Neulich sah er ganz besorgt aus. Hallo, Pooh. Willst du zu Ferkel? Oh ja, da er heute Geburtstag hat, wäre es doch eine gute Gelegenheit, ihn zu besuchen. Oh, er wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Aber gib Acht, mein Lieber. Ein Brett auf der Brücke zu seinem Haus fehlt und muss ersetzt werden. Ich glaube, da liegt ein Brett ganz in der Nähe, am anderen Ufer des Flusses. Aber wie du da hinkommst, weiß ich nicht genau. Oh.
Ach du grüne Neune, der Weg ist versperrt. Du musst diese Kiste aus dem Weg räumen, wenn du vorbei willst. Gut gemacht, jetzt ist der Weg frei wie ein Vogel. Also, Freundchen, dein Magen macht aber laute Geräusche. Da wissen die Heferlumps gleich, wo du bist. Geh ihn lieber aus dem Weg. Ach je, du weißt nicht zufällig, wie man einen Heferlump verscheucht. Oh, aber natürlich. Ich bin Experte. Finde einen Ballon und bringe ihn zum Platzen. Damit verjagst du sie. Gemacht, muss ich sagen. Jetzt kannst du alles in Ruhe besichtigen. Wenn die Heferlumps dich nochmal jagen, such dir einfach einen Ballon und bring ihn zum Platzen. Sag mal, hindern dich die Bienen daran, vorbeizulaufen? Dann bist du hier richtig. Ich habe einen Weg gefunden, sie zu verscheuchen. Du musst ihnen nur die Anzahl von Honigtöpfen bringen, die sie verlangen. Honigtöpfe? Du weißt nicht zufällig, wo ich welche finde? Also Honigtöpfe, meine ich. Aber klar doch, sie sind überall. Sieh dich um. Du findest sicher welche. Hervorragend! Die Bienen sind geflüchtet. Wenn sie dich das nächste Mal belästigen, bring ihnen noch mehr Honigtöpfe. Mm.
Dieses Brett sieht aus wie ein Brett von einer Brücke, die ich kenne. Oh. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Ferkel. Wie war denn bis jetzt dein Geburtstag? Eigentlich schon, Puh. Aber ich habe meinen Besen verloren und kann jetzt nicht klar Schiff für meine Feier machen. Keine Sorge, Ferkel. Ich glaube, Kanga hat einen Besen. Ich frag sie mal, ob wir ihn ausleihen dürfen. Oh, danke, Puh. Kanga, dürfte ich mir deinen Besen ausleihen? Ich fürchte, Ferkel hat seinen verlegt. Ich bin noch bei der Hausarbeit, Puh, aber ich gebe ihn dir, sobald ich fertig bin. Könntest du bitte Ruhe suchen, solange ich noch zu tun habe? Es ist Zeit für seinen Imbiss. Aber mit Vergnügen, Kanga. Weißt du vielleicht, wo er ist? Ich glaube, er spielt vor deinem Haus. Ruh! Endlich! Ich habe gerade Kanga besucht und sie meinte, es wäre Zeit für deinen Imbiss. Aber Puh, sieh nur! Ich habe noch keinen einzigen Schmetterling für Ferkels Geburtstagsfeier gesammelt. Und ich war auch keine große Hilfe. Ia und ich könnten ja versuchen, zusammen Schmetterlinge zu fangen. Würdest du das tun? Oh, bitte! Versuchen wir es. Aber ich mache bestimmt einen Fehler. Ich weiß, dass du das schaffst. Oh.
gehen Schmetterlinge fangen. Schaut mal, die vielen Schmetterlinge. Die können auf Ferkels Geburtstag herumfliegen. Und jetzt ab nach Hause. Mein Imbiss wartet. Ich suche jetzt ein paar Stöcke, um mein Haus neu aufzubauen. Wieder mal. Ich komme mit Ru. Vielleicht ist Kenga ja schon mit ihrer Hausarbeit fertig. Danke, dass du Ru gefunden hast. Ich bin mit meiner Hausarbeit fertig. Du kannst jetzt meinen Besen haben. Vielen Dank, Kenga. Da wird sich Ferkel aber freuen. Ferkel wird sich riesig über den Besen freuen, um sein Haus fegen zu können. Jetzt geht's mir besser. Und wenn ich einen Besen habe, fühle ich mich noch besser. Ich weiß es genau. Hier, bitte, Ferkel. Oh, ein Besen. Wie toll. Jetzt kann ich mein Haus von oben bis unten fegen. Ich helfe dir. Dann ist dein Haus gerüstet für die perfekte Geburtstagsfeier. Und tatsächlich. Puh erinnerte sich an Ferkels Geburtstagsfeier als eine der besten aller Zeiten.